dem Tod von Jürgen Kluckert gibt es ja leider eine Umbesetzung bei SpongeBob und bei Benjamin Blümchen auch, aber da weiß ich noch nicht, wer es ist. Aber du kannst uns sicherlich was sagen zu der Umbesetzung bei SpongeBob. Ja, natürlich. Wir müssen ja einen neuen Sprecher für Mr. Krabs finden und wir hatten ein großes Casting und am Ende ist es dann Axel Lutter geworden. Okay, Axel Luther, und wie lange spricht er das jetzt schon? Der hat schon mal die Anfangsfolgen ein paar Takes angesprochen und natürlich ist es nicht 1:1 Jürgen Kluckert. Es kann nur einen Mr. Krabs geben, das ist Jürgen Kluckert, aber er macht die Sache prima und setzt die Rolle sehr gut um, bin ich der Meinung. Ja, man kann es ja auch nicht anders machen, es muss ja irgendwie deutsch werden. Ich meine, kann Richtig, nicht nur eine Rolle Englisch bleiben. so sieht's aus. Es muss Gut. einen Ersatz geben. Okay, also die neuen Folgen bleibt Axel Luther und es wird auch Richtig. insgesamt so bleiben. Ja, es wird insgesamt so bleiben. Okay, dann danke Frank und alles Gute. Ja, Aber tschüss. gern. Ciao. Tschüss, Sven. Ja, Leute, ich bin's nochmal. Das war also das Interview mit Frank Schröder, dem Regisseur von SpongeBob. Und wie gesagt, wer noch mehr über Axel Luther wissen will, also übrigens ein toller Mensch und ein ganz hervorragender Sprecher, der kann sich einmal den 1-Minuten-Star ansehen, den ich mit Axel Luther damals gemacht habe. Okay, alles Gute und bis bald. Ciao. Heute beim 1-Minuten-Star Axel Luther. Hallo Axel. Ja, grüß euch. Oder grüß dich. Wie geht's dir? Gut, ja. Sag mal, du bist ja schon seit sehr, sehr langem ein Sprecher. Was hast du denn schon so gesprochen? Oh Gott, was habe ich gesprochen? Ja, am besten da mal nachgucken in dieser. Ja, aber Nein, von dir nein, möchte ich nein, es auch nein. wissen. Du möchtest es wissen. Ja, dann nehmen wir mal. Ja, angefangen hat es eigentlich richtig damals mit M.A.S.H., ne, mit dem verrückten Major Burns. Da ging es los. Nicht? Und dann kam so, ja, immer mehr dazu. Nicht? So. Du hast ja auch zum Beispiel in SpongeBob auch eine Rolle. Was ist denn das? SpongeBob, das ist dieser verrückte der fliegende Holländer. Nicht? Okay, Und verstehe. wenn noch was für die Kids, dann bin ich dann hier der Ameisengeneral in der Biene Maya. Okay. Nicht? Und der Master Shifu. Und Nicht? einen französischen Schauspieler spricht auch in letzter Zeit. Ja, sogar zwei. Habe jetzt das Vergnügen, dass ich öfters mit Pierre Richard spreche, der noch sehr viel dreht. Das macht sehr viel Spaß, nicht? Und dann auch den Nils Erstrup dazu. Okay, das war's schon wieder.